Hey Leute, willkommen zu einem Video und zwar wieder zu einem Q&A mit Jurena. Hi! Mit der Hyperaktiven. Da haben viele geschrieben. Ja, aber ich bin gar nicht hyperaktiv. Keine Ahnung, was mit denen los ist. Auf jeden Fall sind ja Ede, Paul, Marc und Jurena zu Besuch über die Herbstferien und ja, deswegen wollen wir die Zeit nutzen und so ein Video aufnehmen. Und ja, auf jeden Fall hatte ich auf Instagram noch ein paar Fragen gefragt. Also wenn ihr das nächste Mal auch dabei sein wollt, beziehungsweise eine Frage stellen wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Würde mich auf jeden Fall freuen. Woher kennt ihr euch? Grüßt mich. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, oder? Oder haben wir es nicht gemacht? Nee, ich glaube nicht. Woher kennen wir uns denn genau? Haben wir es nicht durch Jana? Ich glaube durch. Ja, ich denke auch durch Jana, dass wir uns durch Jana kennengelernt haben. Das war 2015 sogar schon, oder? Dezember? Kann gut sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war sie, glaube ich, immer mit Jana am CSGO spielen oder so. Ja, ich war immer mit Jana TS. Ich war eine Zeit lang ja auch richtig gut mit Jana und dann hat sich das irgendwann so entwickelt. Und dann haben wir uns ja auf der Gamescom 2016 gesehen und da haben wir es schon richtig gut verstanden. Aber da hatten wir eigentlich auch nicht so viel Kontakt. Immer Gamescom haben Jurena und ich uns so richtig übertrieben gut verstanden. Ja, das war es auch. Aber jetzt so mittlerweile... Mittlerweile sind wir so ganz gut. So nach 2017 lief bei uns. Mhm. Wer würde eher Feiergoden ärgern? Ich? Ja, das glaube ich auch. Ich bin lieb und sie ist badass. Ja. Willst du bzw. wollen wir später studieren und wenn ja, was hast du vor zu studieren? Ich will mal Psychologie studieren, aber dafür brauche ich einen guten Schnitt und ich muss deswegen mega viel lernen immer. Ja, nee, ich möchte ungern studieren, ich will Abi machen, dann war es das. Ein paar viele sagen auch, wenn man Abi macht, ist es richtig dumm, wenn man dann nicht studieren geht, aber man hat ja allein schon mit Abi viel bessere Chancen als ohne Abi und keine Ahnung. Ich finde, das ist jetzt kein Muss, wenn man Abi hat, aber macht, dass man dann studieren muss. Ich finde, jeder sollte machen, was er will. Ja, wie alt bist du? 16. Und du? 17. Hattet ihr schon mal einen Freund? Kindergartenbeziehung. Das war so 5. Klasse. Mein letzter Freund. Für genau eine Woche. Kann Jurena auf ihren Kanal Minecraft-Content bringen? Nein. Nein, nein, nein. Seid ihr bi, lesbisch oder hetero? Auf jeden Fall lesbisch. Lesbisch. Auf jeden zusammen. Fall. Seid ihr zusammen? Ja. Immer doch hier. Ich liebe sie. Ja, ich sie auch. Wer von euch beiden ist die Verrücktere und warum? Du bist auf jeden Fall manchmal die Dümmere bei ihren Fragen. Wir haben draußen einen Teich mit Koi und sowas alles. Ich stelle immer so dumme Fragen. Und sie so, ja, angelt ihr die und esst ihr die dann selber? Ich habe das so aus Spaß gefragt. Ja, wahrscheinlich. Das ja, ist so ernst. Nein, aber ich stelle immer aus Spaß so dumme Fragen. Aber mir kommen immer so verrückte Ideen. Zukunft von euch beiden. Ja, erstmal Abitur machen und schaffen. Dann jemanden einen Freund finden und halt... Ja, keine Ahnung, ich will halt echt ein schönes Haus. So in der, ich weiß nicht, ich will halt gerne in Köln wohnen, aber ja, dann muss ich ja Millionär sein, weil ich mir da ein Haus leisten möchte. Deswegen will ich etwas abseits von Köln, was wahrscheinlich auch noch sehr teuer ist, aber... Dann sehen wir uns in der Zukunft sogar öfter, aber ich gehe auch nach Köln. Ich habe es auf jeden Fall vor, ich weiß halt nicht, was die Zukunft so bringt, ob das dann doch noch umsetzbar ist. Und halt, keine Ahnung, irgendwann so mal einen Freund haben, heiraten, Kinder. Ja. Wie ist das? Das weiß man nicht. Eigentlich so die Standardsachen. Wer kriegt von euch eher eine Typ ab? Ja. Was sind das für Fragen, Leute? Das ist so bescheuert. Wie hast du Feiergoden kennengelernt? Weißt du das bei dir auch noch? Oder? Ja, durch Jana auch. Echt? Ich habe alle fast durch Jana kennengelernt. Jana war, glaube ich, so meine erste Internetfreundin insgesamt gewesen. Also noch Leute von IMTS und dann Jana halt und... Durch sie habe ich alle kennengelernt. Ich weiß nur noch, dass Feiergrund früher bei jedem kommentiert hat. Einfach bei jedem kommentiert, um ja, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Er hat echt bei jedem, bei jeder Person. Und er hat immer meine Instagram-Bilder auch kommentiert und so. Und dann irgendwann kam man dann so in Kontakt. Und dann waren wir auch fast täglich auf dem TS. Ich glaube, wir waren sogar täglich auf dem TS, weil wir uns so richtig gut verstanden haben mit... Justin und Elmuk und sowas. Ja, das war eigentlich auch echt voll die coolen Zeiten und irgendwann hat sich so der Kontakt immer weiterentwickelt und ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. Das ist auf jeden Fall schon mega, mega lange her. Verdienst du viel mit YouTube? Aber ich hasse diese Frage, weil alle. Junge. Ich habe das ja schon mal beantwortet und alle denken halt, dass man so richtig viel mit YouTube verdient. Und ich hasse das so, wenn Freunde so ankommen, du hast ja dein YouTube-Money oder so. Und ich glaube, die denken, dass ich keine Ahnung, wie viele 100 Euro im Monat verdiene, obwohl ich sogar sagen kann, ich unter 100 Euro verdiene. Also. Ich finde generell, heutzutage ist das sowieso nochmal schwerer, irgendwie so Klicks und sowas alles zu bekommen mit Minecraft, dies, das. Wie viel habt ihr für das teuerste Kleiderstück ausgegeben?
Ich weiß es gerade gar nicht. Was hast du? Weißt du das? Ich weiß es auch nicht. Ich bin halt eher so eine Person, die sich das meiste immer so ein Angebot kauft. Zum Beispiel, ich habe mir auch eine Alpha-Jacke geholt. Ich glaube, die würde eigentlich 160 kosten, aber ich habe die, ich glaube, für 100 oder so. Ich glaube, das teuerste waren meine NMDs, glaube ich. I don't know. Ich kaufe meistens alles so nichts über 100, über 200, weil Jacken halt und so, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kaufe mir immer das, was mir gefällt und ich schaue nicht so auf den Preis. Meistens teurer, meistens billiger. Würdet ihr zusammen einen YouTube-Channel machen? Also wäre es machbar und wird sie bei mir in der Nähe wohnen, dann denke ich mal schon, aber so ist das gleich ein bisschen kacke, weil wie sollen wir dann, wir sehen uns so selten, dann müssten wir ja die ganze Zeit mit Vorproduzieren da verbringen, das wäre nicht so geil. Ich weiß generell nicht, was ich so davon halten soll, mit jemand anderem den Kanal zu teilen. Wenn man irgendwann auch nicht mehr befreundet ist, dann so, ja, wer kriegt denn den Kanal und sowas alles. Das ist behindert. Ja, dann kann man auch direkt so beide am Kanal und laden da ihre Videos hoch und dann hat man noch mehr davon als... Wollt ihr euer Autoführerschein machen? Ja, ich mache ihn sogar zurzeit gerade. Ja, ich habe meinen schon seit Ende Januar. Ach komm, du bist auch ein Jahr älter als ich. Ich durfte dieses Jahr erst damit anfangen. Ja, ich glaube, hätte ich meine Eltern auch nicht gehabt, dann hätte ich den jetzt auch nicht. Ja, okay, eigentlich ist das schon praktisch wegen der Probezeit und so, aber ich bin halt schon ziemlich faul. So, stimmt, wegen Mama und Papa. Weil Mama so, ja, geh doch hin. Das war irgendwie so zweimal Fahrschule in der Woche. Also diesen Unterricht, Theorieunterricht. Ich hatte so abnormal Schiss bei der Theorieprüfung. Hast du die schon? Oder? Nein, ich muss noch ein paar Stunden machen. Ach so. Das fand ich, glaube ich, sogar schlimmer als fahren selbst. Oh Gott. Lockige Haare oder glatte? Glatte. Ich glaube, glatte. Weiß nicht, ich will auch glatte nehmen, aber manchmal hat man halt Bock auf Locken, aber da ich jetzt auch nicht so durchgehende Lust drauf. Ich auch nicht, aber ich finde glatte Haare generell schöner. Sind cooler. Ja. Was haltet ihr von Schwule? Ich habe nichts gegen Schwule. Ich finde schwule Leute, ich finde das Wort klingt schon so irgendwie so abwertend. Ich glaube, da ist viele auch immer so als viele negative Beleidigung. Aber keine Ahnung, ich finde es in Ordnung, wenn man schwul ist, aber keine Ahnung. Die meisten, die ich kenne, die sind so süß einfach, die sind immer so herzlich und so fröhlich drauf. Ja, ich liebe solche Leute. Ja. Ja, keine Ahnung, man soll schon mal was dagegen haben. Ich finde es halt unnötig. Wenn man halt schwul ist, dann ist das halt so, da kann man nichts dran ändern. Und man wird ja auch nicht glücklich, wenn man sich dann krampfhaft versucht, sich in eine Frau zu verlieben. Und damit glücklich zu sein, ist ja dumm. Macht ihr irgendeinen Sport? Ich gehe tanzen. Ja, ich mache halt noch eine Sportart, aber die kennt man nicht überall. Und ich habe keinen Bock, das zu sagen, weil dann fragt jeder so, was ist das denn? Aber ich keinen Bock zu erklären, weil es so scheiße langweilig klingt. Warum ist Jorena so cringe? Jorena ist nicht cringe, sie ist süß. Danke. Könntet ihr euch vorstellen, zusammen in einer WG zu wohnen? Ja. Ja. Also, Jorena wäre halt so tatsächlich eine Person, mit der ich mir das vorstellen könnte. Also generell, ob das jetzt sowas für mich wäre, weil wenn ich dann so dauerhaft mit einer Person aufeinander hocken würde, ich meine, das ist echt nicht meins, weil ich dann so schnell genervt wäre. Echt? Dann würde ich gerade nehmen. Und von der Frage von eben, das ist von einem Real-Life-Freund, habe ich gerade gesehen. Ach so. Ja. Seid ihr Dorf- oder Stadtmensch? Ich bin auch Dorfmensch wie Sarah. Ich lebe in einem ländlichen Kuhkaff, aber dann war ich bei ihr und sie wohnt in einem richtigen Kuhkaff. Das hat so alles seine Vor- und Nachteile. Aber Dorfleben ist schon ganz nice. Finde ich auch. Wenn ihr miteinander schlafen müsstet, um eure Familie und eure Freunde zu retten, würdet ihr das machen? WTF, was sind das für Fragen, Alter? Wer von euch ist stärker beim Armdrücken? Sollen wir es testen? Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass ich jetzt verkacke. Okay, wir versuchen es. Okay, Leute. Ich werde so verkacken. Oh nein. Bist du ready? Ich weiß gar nicht, wie ich hier sitze. Leute, das sagt sie jetzt und dann gewinnt sie. Wetten. Nee. Okay, los. Okay, bist du ready? Nein. Okay, warte. 3, 2, 1. Look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Ay, girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion, I'm honest and broken. I flow like the ocean, I feel you were chosen. Oh, Mann. Aber ich muss sagen, wir sind ziemlich ausgeglichen eigentlich. Ja. Okay, Leute, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Videoideen habt, so generell real-life-mäßig oder mit irgendwelchen Freunden,
Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis nächstes Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss. Lost it, baby, be honest. I can see you faded. I don't like to fake it.